Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Block Network Server. Heute mit dem Mindjust LP. Hallo! Hey ho! Und wir haben uns zum Spawn begeben, weil unsere Häuser dann doch etwas weit auseinander sind. So ungefähr 1000 Blöcke oder so, ne? Ja, von hier genau 923 Meter zu mir. Ja, und dann betrachten wir uns erstmal den Spawn, weil hier hat sich so ein bisschen was getan. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer Folge angesprochen, weil man das da kommt ein Skelett. Minimap irgendwo gesehen hat. Ja, und so langsam wird das ja hier mit den Wegen und so, ne? Ja. Ich finde das aber nicht so schön mit den Säulen da. Ich weiß nur nicht, wo der Weg hinführen soll, der führt genau auf Wasser. So, ich verpiss mich schon mal in den Nether, weil wir haben ausgemacht, dass wir in den Nether gehen. Komme! Hi! Ich komme! CB Network und Reburas am Arsch, da geh ich jetzt rein, oder? Wo bist du? Block Labs, Spielkinder TV. Hä, ich seh dich nicht. Ich bin... Ach so, hier soll ja dieses... Alter, du bist unsichtbar. Kannst du mal grad reloggen? Da musst du reloggen. LOL! Wo ist mein Wasser? Ich muss nochmal Wasser angehen. Wasser darf man in der Hölle nicht setzen. In der Hölle kannst du kein Wasser setzen. Warum hab ich mir dann Eimer mit? Ich hab mein Zuhause gelassen. Also ich hab mir dann Kiste geschmissen. Was ist, wenn ich hier Wasser weghole? Oh, dann fließt das. Anne, geh ein bisschen weiter bei der einen Straße, da ist ein kleiner Fluss. Da kannst du einfach was rausnehmen. So, jetzt. Nee, dann brauch ich auch keinen Eimer mitnehmen. Oh, ich bin so doof, weißt du, wie lange ich nicht mehr im Nether war dann. So, vielleicht sehe ich dich ja jetzt. Wo bist du denn? Ach da, jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich nicht. Hi! Hä? Dann relogge ich mal gerade schnell. Man sieht die IP nicht. Alter, ich kann gerade nicht joinen, ne? Jetzt sehe ich dich auch. Alles klar. Gehen wir... Wir können auch einfach hier reingraben, guck mal, dann können wir hier unseren Namen einfach draufsetzen oben. Nee, das kannst du ja nicht machen. Warte mal, wir gehen hier nicht? Richtung Block Labs einfach. Die, glaube ich, waren noch nicht so sehr im Nether. Ich weiß nur nicht, ob man das darf, weil irgendwie... Das sieht so aus, als ob die sich die Wege... Ach so, ja. Ach so. Jetzt verstehe ich es. Die haben... Das heißt, wir müssen ja wohl ein Portal setzen, ne? Hier ist ja bis jetzt noch keiner im Nether gewesen, oder was? Ich guck mal gerade hin. Ja, ich grab mich, glaube ich, hier einfach irgendwo raus. Fertig. Ja. Man sieht das ja auf der Minimap. Ja, die hier sind einfach nur Portalwege. Also, hier hat sich noch keiner aus dem Nether rausgekramt irgendwie. Ja, YOLO und dann so. Dann lass mich hier irgendeinen Seitengang nehmen. Scheiß drauf. Ja, hier. Oder da. Da geht's auch. Alter, wir machen ja alles kaputt. Ne? Alter, hier ist ja voll das Loch. Oh, meine Maus hakt so ein bisschen. Ach, hier geht's runter. Runter oder ist da eine Sackgasse? Hier geht's runter, warte mal. Oh, Sackgasse. Okay. Geh weg. Hätte ich gar nicht hinterher springen. Ah! Okay, ich mach mal den Shader raus, weil im Nether bringt er mir, glaube ich, eh nix und Leggy. Und so. Und ich hab ein neues Texture-Pack. Leggy ist es bei mir nicht. Ja, wie schwul das immer aussieht, wenn man... Weißt du, was das... Also, wie schwul das aussieht, wenn man in einem drin steht, ne? Wow! Da war Lava. Wo? Ah, hi, Lava. Ja. Lol. Ach so. Weh, du schubst mich. Alter! Das war zu viel. Ich hab Angst vor dir. Geh da weg. Oh, jetzt hab ich ein Ei geschmissen. Oh, ist auch eine Sackgasse. Wir müssen erst mal irgendwie rausgraben oder so. Ich hab jetzt in die erste im Nether, ne? So wirklich. Hä? Die sind irgendwie die ersten, die im Nether irgendwie was machen, ne? Ich glaube, also sieht irgendwie so aus, ne? Ach, hier geht's raus, hier ist raus. Geil. Juhu, ich will Quarz haben. Warte. Wir brauchen einen Waypoint oder so, oder? Mal die das wäre echt gut, aber warte. Schreib mir die, glaube ich, auf, wenn ich was zum Schreiben hätte. Ich habe nichts zum Schreiben. Doch, ich habe was zum Schreiben. Ja, ich mache hier gerade, Moment, ich setze mir einfach einen Waypoint gerade. Ich schreibe mir die Koordinaten auf. Minus 384, 192 und 83. Ich schreibe mir Portal hin. Ich bin übrigens jetzt fast direkt unter meinem Zuhause und oh, Clowstone wäre geil. Dann können wir direkt so bonzig so. Ja, wir Clowstone, Junge. Junge, was ist das denn hier, ey? Oh, ich habe gerade statt Portal Protal geschrieben. Protal, Junge. Protal. Alter, hier Protal. WTF, was denn hier passiert? Oh. Alter. Ich hab gerade einen Plan auf YouTube bekommen. Dahin ist Quarz. Yay. Ja, waren also doch schon welche. Hier hat sich nämlich jemand mit. Ich denke mal, die haben ihre Gänge da so zugemacht und so weiter. Ja. Da oben ist Quarz, das hole ich mir jetzt auch gleich. Denk mal, man kann hier im Nether ziemlich schnell
ziemlich tief fallen, ne? Ja. Aber das Quarz ist an der Wand. Ich habe mich einfach hochgebaut. An der Decke. Wo direkt so mit Tageslichtsensor und so arbeiten, weißt du? Die anderen haben noch nicht mal ein Haus und ja, ich brauche jetzt mal ein Tageslichtsensor. Okay, suchen wir eine Festung. Boah, hier ist so viel Quarz hier unten, ne? Lass mal hier runtergehen. Ja, ich brauche auch gerade Quarz, deswegen bin ich hier hochgegangen kurz. Hat sich aber nicht viel draus ergeben. Ich baue mal gerade eine Treppe hier runter. Ich habe das Gefühl, der ist sauer auf mich. Wer? Der Dings da. Oh, da hinten ist ein Ghast. Ich habe keinen Bogen dabei, ne? Das ist eigentlich voll tödlich. Wow. Da werde ich hasse das Feuer gar nicht. Ich renne mal in Richtung. Autsch! Voll! Oh oh. Oh oh. Ja, ich sag doch, da ist ein Ghast. Oh, Alter, oh, hab ich mich gerade. Ich seh dich nicht, ne? Wow, wow, hier ist Lava, Alter. Fick dich. Der schießt auf mich, ne? Ja, ich bin über dir. Junge, ich will nur einen Weg bauen. Geh mir nicht auf die Eier, du Ghast. Ich bin direkt über dir. Ich baue mal gerade hier so eine Treppe. Hi. Was denn? Wo bist du? Ach, da. Was kam? Ich bin einfach mal runtergesprungen da. Quarz. Ja, ich brauche auch Quarz. Glücksspitzhacke, bringt das was? Oh, die hat aber keine Effizienz drauf. Das ist voll scheiße. Glücksspitzhacke, ne? Bringt was. Das habe ich im LPT. Oh, Alter. Und du erst mal meintest, ja, Glück bringt da Quarz nichts, aber das war nicht das viel. War irgendwie so, glaube ich. Alter, ich habe jetzt schon 5 Leveln. Aber meine Spitzhacke hat nur Haltbarkeit. Das ist voll doof. Also, die hat keine. Hier, wie da heißt ist noch das? Ein Quarz. Wow. Oh, Alter. Ich dachte, jetzt springe ich in die Lava rein. Also, die hat keine Effizienz. Das ist irgendwie voll doof. Ich habe die Level 30 verzaubert und habe irgendwie. In der Lava habe ich gerade so Schattenbugs. Das sieht aus, als ob da immer so kleine Plattformen spielst sind. Spielst du noch mit Shader? Ja. Alles klar. Okay, ich habe schon ein Stack. Und 8 Level. Alter, lass mal machen, bis wir 30 Level haben. Oh, okay, im Nita ist das nicht wirklich schwer. Nee, mit dem ganzen Quarz. Wenn du dich dann noch nebenbei mit den Dingern anlegst, dann hast du die ganz schnell voll. Das mache ich aber nicht. Weh, du machst das. Warum denn gehen die auf mich, nicht auf dich? Natürlich gehen die auch auf mich, die gehen dann auf alle Spieler. Nein, nur auf mich. Okay, ich habe jetzt irgendwie schon 8 Level innerhalb von ein paar Minuten. Das ist natürlich mega nice. Da baue ich lieber nicht ab. Ich baue mich doch nicht direkt über die Lava. Vor allen Dingen... Ich spiele mal dir Sachen. Ich mache dann einfach noch eine Spitzhacke, weil... Ich es einfach kann, ne? Dann verkaufe ich die. So, hier eine Spitzhacke mit Glück, so für 2 Stacks Tiers. Ich würde die ganzen Teile so gerne schlagen, aber... Ich muss mich zurückhalten. Ich versuche mich zurückzuhalten. Lass den Scheiß. Das ist echt schwer, dich zuzuschlagen. Vor allem für mich, du kennst mich. Ja, ja. Ich schnacke mal so gerne auf alles ein. Hier ist noch mehr. Boah, ich liebe den Nether irgendwie. Lass mal im Nether irgendwie ein Haus bauen nachher, so, weißt du? Einfach mal. Du willst im Nether ein Haus bauen? Alter, Soul Sand brauchen wir auch noch, ne? Wofür auch immer. Ach, für Latzen, ne? Alter, ich weiß, was ich mache für einen Troll. Ich hole mir Eis mit einer Silk Touch oder so und dann hole ich Soul Sand und verleg das überall im Haus, weil ich sie wie Network. Warum Eis und Soul Sand? Kennst du das nicht? Dann bist du doppelt so langsam. Also auf Soul Sand bist du ja eh schon langsam. Dann ist das so irgendwie, wenn du dann noch eine Potion auf Slowness hast oder so, dann brauchst du 2 Minuten, um einen Block zu überqueren. Oder eine Minute. Ja, aber auf Eis ist man doch eigentlich schneller. Ja, nee, wenn du Soul Sand oben und dann da drunter Eis. Oh, du Hurensohn, ey. Ich wollte gerade Quarz ab und der eine rennt mir erstmal direkt vor die Spitzhacke. Ich glaube, also dieses Vorhaben bis Level 30 zu machen, ne, das ist bei mir nicht lange. Ja, ich bin jetzt Level 10. Ich bin schon 15. Ja, du warst aber auch ein paar Level höher als... Ich war Level 2, also. Ich war Level 0. Aber du hast auch schon mehr Quarz gefunden als ich. Ja, und ich kriege ja auch mehr Quarz raus, ne? Das ist. Ja, das auch noch. Oh, ich nicht. Ich hab mich so gefreut, ich hab das Ding in den Zaubertisch gelegt, so, und ich so, ja, jetzt auf gut Glück, ne? Und dann direkt Glück gehabt. Mega geil. Also, ich habe schon hier 2 Dungeons gefunden. Hab erstmal alle Kisten da ausgeräumt. 2 Dungeons, also, ja, ich habe ja, wie gesagt, die Mine gefunden jetzt in der letzten Folge und. Da muss ich auch nochmal reingehen, die komplett erforschen. Was auch noch ein Riesenakt wird, weil das Ding ist irgendwie riesig. Du kennst die Dinger ja, ne? Also die Riesenminen. Muss das. So.
Ich würde ja gerne Festung finden, damit wir direkt Netherwarzen haben. Dann fange ich an, Tränke zu brauen oder so. Ich muss mal gucken, wie man das Ding baut. Ich hab's voll vergessen. Dazu brauchst du auch immer Lohnrouten erst. Ja, eine Lohnroute und drei Cobblestone. Also unten drei Cobblestone und dann eine Lohnroute drüber. Quasi. Ja, so ungefähr. Hast du schon Glowstone gesammelt? Nö. Okay. Ich habe mir gerade erstmal nur Quarz, damit er bauen will. Auf welche Höhe bist du jetzt gerade? Ich kann dir das Quarz auch verkaufen. wieso verkaufen? Wie? Ja, einfach so. Da ist Lava. Weil ich Diamanten brauche und so. Direkt da drunter ist Lava. Weil ich Diamanten brauche und so, weißt du? Direkt da drunter ist Lava. Ja, hast du gehört? Ach, da ist noch Quarz. Oder ja, ein Stack Quarz für ein Stack Eisen oder so, irgendwie so. Da würde ich lieber selbst in die Hölle gehen und weil der Tauschhandel hier gerade. Ja, da würde ich aber lieber selbst in die Hölle gehen und mir selbst Quarz holen. Alter, ich hab grad fast... Oh, Junge! Was denn? Oh, rennt da so ein Pikmin im Schrein, ey. Und ich will gerade so den Quarz abbauen hier vor dem. Das hatte ich auch. Ich hab schon über anderthalb Stacks Quarz. Ich hab jetzt 4 Stacks Quarz. Ja, du hast aber auch eine scheiß... Oh, leck. Du hast auch eine scheiß Glücksspitzhacke, ich nicht. Ich glaube, ich hole mir aber gerade mal ein bisschen Glowstone, weil ich es kann und weil ich es brauche. Ich liebe Glowstone, ne? So dermaßen. Glowstone muss ich mir eigentlich auch nochmal holen. Das, boah, Alter. Hier baut sich gerade die Hölle auf dem Server neu auf, deswegen hext bei mir manchmal. Ja, ich habe gerade den Shader schon rausgeholt gehabt, weil wegen Aufbau. Ja, das liegt ja nicht daran, nur das wird trotzdem laggen, weil der Server da laggt. Weil der Server ja die Welt weiterladen muss. Das Wenn man Glowstone mit Glück abbaut, kriegt man immer 4 raus, ne? Alter, die fliegen schon wieder hier. Alter. Hörst du das im Hintergrund? Ja. Junge, tut mir leid. Ich dachte gerade, das war hier in Minecraft irgendwie so ein komisches Monster oder nee, so. Nee, das ist die Bundeswehr. Ist direkt hier nebenan, so ein Stützpunkt und so für... Alter, können wir aufhören zu fliegen? Und ich habe das Fenster auf und ich sitze direkt vom Dachfenster quasi. Ja, also ich habe mein Fenster extra zugemacht für die Aufnahme. Das mache ich eigentlich nicht. Ja, wenn ich das zumache, dann frecke ich hier drin, weil es jetzt eh schon so warm drin ist. Ja, ich eigentlich auch. Du weißt nicht, wie heftig ich gerade schwitze. Also heute ist irgendwie schon... Alter, und ich habe schon T-Shirt und Kurzhose an, Mann. Ja. Muss, Junge. Nach der Schule lässt man direkt Hose aus, Kurzhose an. Oh. Ne, ich hatte heute Morgen direkt die kurze Hose angezogen, weil ich muss ja mit dem Auto, also ich fahre mit dem Auto auf die Arbeit und so, und dann geht das eigentlich. Klimaanlage und so. Junge! Aha, ich muss zur Schule. Alter! Schieß mich hier so ein Gas von meiner Plattform da runter, ne? Erstmal 5 Herzen verloren. Ich bin sehr froh, dass du nicht in Lava gefallen bist. Der geht mir gerade voll auf die Eier hier. Jetzt höre ich ihn auch. Wo bist du denn gerade koordinatenmäßig? Minus 2750 und minus 1530. Minus 2700, was? 50. Alter, du bist 1000 Blöcke weg von mir. 2000 Blöcke. Junge, wo bist du hin? Ich bin gerade in so einer komischen Netherhöhle gelandet. Hier ist richtig Hammer viel Quarz. Das geht gar nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen irritierend, dieses Quarz zu farmen, weil teilweise ist halt wirklich so. So warm hier. Ach, jetzt hab ich auch mal in der Aufnahme erstmal eiskalt ausgezogen. Sieht aus. Das, nee, hier. So. Pullover-Haus hatte ich. Ich suche eine Festung jetzt. Oh, ich lauf zurück. Oh, das ist so scheiße warm hier drin. Alter, wie hier alles fackelt, ne? Hier hat irgendwer was angezündet. Entschuldigung. War ich zwar nicht, aber trotzdem. Ah, ich schon Gas. Ja, Quarz. Quarz. Junge, jetzt habe ich so komische Server. So komische Texturen, wenn ich brenne. Kennst du das? Ja, ich hasse es, dass Glowstone fast immer über Lava ist. Ich finde das auch irgendwie scheiße, dass Glowstone größtenteils nur an der Decke wächst. Also, du hast da immer irgendwie Probleme, wenn du das haben willst. Ja, das nervt immer voll, finde ich. Ja, und sonst, wie viele Folgen ist das jetzt eigentlich bei dir? Und wie viele Stunden Spielzeit hast du jetzt eigentlich schon so? Die 8. Achte Folge, erstmal. Ja, Patrick hat ja ungefähr gleich viele Folgen wie ich jetzt mittlerweile und Stundenzahl auch mäßig fast gleich. Ja, ich mache immer halbe Stunden Folgen. Ja, ich versuche im Moment auch so eher Richtung 25 Minuten oder so zu gehen. Also, ich mache immer so nach Laune, wie ich halt Lust habe in dem Moment. Das war schon nicht abhängig. Ich habe Angst, dass wenn ich da runterspringe, dass ich dann verrecke. Such lieber einen sichereren Weg. Einen sichereren Weg? Vor allen Dingen im Nether sichere Wege. Hier ist auch Glowstone, das ist auch sehr gefährlich, aber egal. Also, an meine Zuschauer, ich baue ein Haus im Nether irgendwann.
Aus Wolle natürlich. Ja. Direkt neben Lava. Quatsch. Brauchst du nicht so mal. Gas so, da rumfliegen. Du musst nur einmal ein Gas da rumfliegen oder so. So, jetzt bin ich Level 25 schon wieder. Ich schwöre, bei Level 30 gehe ich hier raus, ne? Ich bin Level 27. Weil ich gerade so hammer viel Quarz gefunden habe. Alter, da hast du aber echt so viel, hast auch echt so viel gefunden, ey. Ja, in dieser Höhle, Alter, da war so übertrieben viel, das ging gar nicht. Ich hab. War richtig heftig. Ich hab eine Festung gefunden. Fick dich. Festung gefunden. Kommst du zu mir? Plus 5, plus 500, minus 500, plus 70. Hä? Ich bin minus 2750, minus 2000. Und Spaß, ich geh in die Festung rein und räum die leer, ne? Das ist mir jetzt egal. Ich krieg ja dann so ein paar Netherwarzen von Japp, ne? Kannst ja anpflanzen. Ja, eine Netherwarze, ein Dia, ne? Hier gleich. Und ihr Schwert, da kann ich mir deine ganzen Sachen einfach wegsnacken. Das ist Creeping. Dafür fliegst du aus dem Projekt raus. Und ich krieg meine Sachen im Nachhinein wieder. Dafür fliege ich nicht raus. Doch. Selbst CBN Network hat mich schon gekillt. Ja. Und ich die. Und ich die, so. Mal nebenbei erwähnt, so, oh, habt ihr auch ein bisschen umgebracht, so. Bro. Das zählt nicht. Ich darf das. No, der Justin ist eh so ein Spacko, ne? Der bringt immer Leute um, der muss immer schlagen und so. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier gerade alleine rumlaufe über dem Lavasee hier. Fick dich. So, oh, du bist ja da reingefallen. Na, war kein Trolling, Quatsch. Nicht meine Schuld. Ups. Mir ist die Hand aus, also mir ist der Finger ausgerutscht. Vor allen Dingen, am besten fliegst du dann noch so irgendwo auf eine Kante, wo er sich die Sachen dann snacken kann, so, ne? Ja. Richtiger Spacko ist das, ne? Ja, die Sachen fliegen ja dann meistens woanders hin, ne? Und dann so, du fliegst in die Lava, die Sachen landen alle auf der Kante. Oh, Dankeschön. Nehme ich dankbar an, danke, dass du mir die Sachen freiwillig schenkst. Ich hab einen Lohnspawner gefunden. Jung, wo bist du, Mann? Boah, ich brenne, ey. Brenne. So heiß bist du doch gar nicht. Junge, der kommt hier raus. Ja. Da will ich aufpassen, da kannst du ganz leicht drauf gehen. Aber, ja gut, hier ist jetzt gerade keine Lava und so. Und hier kommt so ein Magma-Ding. Kack-Slime-Teil, Gedöns. Vieh. Ja, die machen nicht viel Schaden. Vor allem kloppen die auch nie was, ne? Ja, irgendwie. Kloppen die nicht was? Sau wenig immer. Ich will aber so eine Lohnroute haben, deswegen muss ich den eigentlich umbringen. Die Lohnrouten kriegst du aber nur von den Lohn. Ich hab eine. Alter. Alter, ich renn hier so rum und da hinten die ganzen Waypoints auf einem Haufen. Wie man hier einfach nur instant brennt, ne? Hast du immer Essen dabei? Ja. Jetzt genug Essen. Ich hab noch fast ein Stack Melon. Kannst du mir eventuell Essen vorbeibringen? Vorbeibringen? Du kriegst auch eine Lohnroute. Wir werden die einfach gerade hier rumballern, ne? Ich muss erstmal. Okay, eine Lohnroute und eine Netherwarze. Dafür komme ich zu dir gerannt. Ja, ich muss erstmal eine Netherwarzen finden hier, aber das ist. So ja, guck bei den Treppen, dann sag mal Koordinaten an. Minus 700, plus 700, minus 770. 770. So. Oh oh, hier kommt eine Lohre raus. Oh oh, hier kommt eine Lohre raus. Oh oh, hier kommt eine Lohre raus. Wie nenn ich die Festung? Okay. Das ist sogar nur 300 irgendwas Meter von mir entfernt. Okay, jedes Mal, wenn du jetzt die Koordinaten sagst, und oben müssen wir auch das Ding jetzt verbergen, so dass wir hier waren, weil sonst geht jemand nachher hin, so. Wir haben eine Festung gefunden. Weißt du? So, wir sind ja nicht sozial und so. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Hier ist über Lava. Ich müsste mich über einen ganzen Lavasee rüberbauen, um zu dir zu kommen. Aber ich hatte auch hier so einen Lavasee. Ja, ich müsste mich nur darüber bauen. Vielleicht ist das der gleiche Lavasee. Ja, aber darüber bauen und das will ich nicht. Das ist mir dann noch etwas zu gefährlich. Da gehe ich dann lieber den längeren Weg außen rum. Mega optimal, wie das Glowstone hier liegt gerade. Auf dem Weg nehme ich noch ein bisschen Quarz mit, das kann nie schaden. Noch 3 Level, dann habe ich 30. Oh, ich habe schon 31. Habe ich dich eiskalt wieder eingeholt. Na gut, aber. Aber du hättest die Höhle sehen müssen. Da war. Alle 2 Blöcke war da wirklich so ein ganzes Quarz-Ding voll. Okay. War richtig übertrieben.
Fand ich richtig geil. So, jetzt geh ich wieder zurück. Auch gut, dass ich mir 4 Schwerter oder 3 Schwerter oder so gemacht habe. Ich habe ein Dierschwert, das reicht. Lol, jetzt finde ich den Weg zur Festung nicht mehr. Ach, da. Oh, das hätte schief gehen können. Da ging es dann nur abwärts. So, Lohi. Geh mal kaputt da, ne? Düt. Düt, du sollst kaputt gehen. Wie wär's mit sterben? Junge, ich schwöre, ne? Ich komm nicht an den ran. Du bist so leise gerade. Ja, ich höre ja gerade so viel in der Musik zu. Ist voll seltsam, dass du meine Aufnahme leise... Oh, Lava! Stirb! Auf zum Brennen! Fuck! 2 Herzen! 2! Hör doch auf zum Brennen! 1 halbes! Ja! Fuck you! Fick dich! Ja, scheiß Skelett, schieß mich noch ab, ich geb dir gleich, Mann! Du scheiß Hure! Alter, das ist. Ey, der Server ist da wirklich auf hart oder so, kann das? Das ist echt voll hart hier gerade auch an diesem. Ja, aber guck mal, auch allein schon die Skelette. Ein Skelett macht irgendwie richtig heftig Schaden und die haben so einen Hammer-Aim, dass der Server ist mindestens auf hart. Wahrscheinlich hier ultra hardcore, so ein scheiß Ding drauf. Alter, ich hab 2 Herzen, ne? 1,5 Herzen. Und tot. Ich lach dich. Das war mein größter Fehler. Scheiße, mir wird gar kein Deathpoint angezeigt. Oh, mir auch nicht. Aber ich weiß, ich weiß die Koordinaten. Also ich meine nicht. 5 Minuten hat man Zeit, ne? Ja. Oh, fuck, ey. War schon fast 5 Minuten zum Portal hin, Mann. Ich nicht. Ja, ich schon. Du weißt, wie weit ich entfernt bin und dann sind ja noch überall Skelette und alles auf dem Weg und ich habe keine Rüstung. Ich hätte mir vielleicht meine kaputte, die ich ausgetauscht habe, anziehen sollen. Ja, ich habe mir gerade schon die Rüstung angezogen, ne? Ich renne gerade eiskalt ohne irgendwas. Ey, ich hätte mir vielleicht eine Spitzhacke mitnehmen sollen, sonst kriege ich meine Sachen gar nicht wieder. Ich schon, aber ich habe jetzt ein Schwert. Ja, aber das war richtig übertrieben, weil ich bin aus der Lava rausgekommen, hatte noch über die Hälfte meines Lebens und das ist alles weggebrannt, mein ganzes Leben. Das war richtig übertrieben. Also schau mal, wie viel Schaden Feuer nicht einfach macht. Alter, da waren irgendwie 5 Plays oder so, ne? Ich hab gesagt, bei Level 30 musst du rausgehen, ey, aber... Nee. Machen sollen. Ja, hätten wir echt machen sollen. Denn vor allen Dingen, hätten wir überlebt, ey. Vor allen Dingen ist es irgendwie so, wenn man zur zweiten Festung geht, dann geht das eigentlich, aber... Oh, diese Plays, ja, wir waren ja auseinander. Oh, ich hab Facebook noch auf, auch nicht schlecht. Ich habe das vorhin extra schnell zugemacht. So, ich bin gleich schon beim Spawn. Boah, aber 100 Meter. Aber da hinzufinden, wieder, ist mega krass jetzt. Da wird mir kein Deathpoint angezeigt. Oder ja. Vielleicht wird da erst in der Hölle angezeigt. Das wäre geil, aber sonst finde ich die ganzen Sachen nie wieder. Okay, ich bin am Spawn. Wie viele Minuten ist es jetzt ungefähr? 2, 3 schon. Oh, das ist mega krass, ey. Ich hoffe einfach nur, dass die Glücksspitzhacke nicht despawnt. Ne? Das wäre mega ätzend jetzt. Ja, bei mir hier auch, die ganzen Dia-Sachen und alles, was ich da erfarmt habe, Mann. Okay, wo sind wir hier rausgegangen? Richtig da. Ankotzen. Voll am... Boah, Alter, hier rechts muss ich auf jeden Fall, glaube ich. Ja, da schießt alle auf mich, kein Problem. Ich glaube, da hinten lang sind schon... Ja, ouch, kein Problem. Da kommt jetzt auch ein scheiß Enderman und... Alles gut. Minus 700 plus... Ich hätte noch auf meine Koordinaten gucken sollen, ne? Minus 700 plus 700 ungefähr auf der Höhe, ja. Gleich schon Hälfte meiner Leben verloren, kann gleich nicht mehr sprinten, ey, das ist echt. Okay, ich muss auf jeden Fall hinten rüber wieder. Oh Mann, ey. Ich muss zu essen mitnehmen sollen. Ey, ich hab den Deathpoint. Der wird im nächsten Tag. Der ist in der Hölle an. Der wird gegangen. 200 Meter. Wird richtig weit laufen müssen. Ich war ja noch 300 Meter von dir entfernt. Vor allen Dingen werde ich mega schnell laufen müssen jetzt, weil sonst ist es wirklich despawn. Ich habe nur ein halbes Essen. Ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ich habe zum Glück rohes Hühnchen mitgenommen. Gar nichts mitgenommen. Ich bin einfach so wieder losgelaufen, nachdem ich hier mein Tisch erstmal zusammengeschlagen habe.
Alter, wenn die Glücksspitzhacke weg ist, ne? Death Point. Last Death 370 Meter und ich kann nicht mehr sprinten, scheiße. 60. Nein, 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 wo sind wir lang da? Ich hab keine Spitzhacke, Mann. Ich hab meine Brücke gefunden und mein Death Point. Ich muss jetzt irgendwie improvisieren, weil ich habe keine Spitzhacke mit. Ich weiß nicht, wie ich da hinfinden soll. Komm, 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 schnell, und, schnell. Ah, da kommt ein Gast, der auf mich schießt. Fuck you. Ich hab meine Glücksspitzhacke. Oh! Alter, ich bin dann so, helf mir. Ich bin so ein Glückspilz, ne? Brauch was zu essen und eine Spitzhacke. Ich hab meine Sachen noch. Gott sei Dank, ey. Zwei Gasts, what the fuck? Whiskey Life, ne? Würde ich mal sagen. Noch, Alter. Zwei Gasts, die auf mich schießen. Überall Feuer. Ich bin gerade hier. Ich kann hier gerade durch das ganze Feuer. Ich habe noch die Hälfte meiner Leben. Kann nicht mehr sprinten. Hab keine Spitzhacke und muss noch 300 Meter latschen. Das war knapp. Boah. Alter, ich stehe direkt vorm Gast. Ich muss an dem vorbei. Fuck you. Versuche jetzt einfach noch hier in Kurven zu laufen. What the fuck, Wither-Skelett, ne? Ah, der hat mich voll erwischt, scheiße! Ja. Noch 170. Oh. Alter, geh mir jetzt nicht auf die Eier her, du Kackfee, ey! Och nee, jetzt kommt hier ein Lavasee, jetzt muss ich auch außen rum irgendwie, scheiße! Brenne, brenne, brenne. Ich muss doch 140 Meter laufen, Mann! Du schaffst das, Justin! Okay, ich schaff das eh nicht. Ich hab's direkt geschafft. Ja. Ich hab noch anderthalb Essen, hab die Hälfte meiner Leben. Hier ist alles vorbei. Ich hab kein Essen mit, hab keine Spitzhacke. Das heißt, ich kann mir auch keine Wege bauen da schnell rüber. Das ist scheiße. Aber was hast du noch alles dabei gehabt? Deine ganzen Dia-Sachen, ne? Mhm. Oh. Drei Herzen. Scheiße. Ich musste kurz springen, sonst wäre ich da nicht runtergekommen. Also ich hab all mein Zeug wieder, außer halt die Level, ne? 80 Meter noch, komm, 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 das muss ich schaffen. Die Sachen müssen noch. Nein, nein, da komm ich nicht rüber! Scheiße! Ja, die werden jetzt wahrscheinlich schon despawned sein. Kann man Soul Sand auch mit einer Hand abbauen, dass man das ja, dann kriegt? Ja, ja. Soul Sand fällt aber runter, oder? Nee. Nicht? Soul Sand hat keine Gravitation. Weißt du? Ganz schnell ein bisschen Soul Sand abbauen, Mann. Dann habe ich da auch Essen und Rüstung und alles. Ey, dann, wenn die Sachen hier noch da sind, dann. Boah. Ey, dann freue ich mich so hardcore. So, ich mach mir gerade Essen, also bin gerade Essen am Braten. Weil ich hatte irgendwie nichts mehr. Bitte, 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 bitte. Hab keine Gravitation, das wäre jetzt der Hammer. Ne, hat's auch nicht. Boah, was Fail, ey, ohne Spaß. Aber ich bin mit der Hand hier erstmal. Okay, jetzt bin ich hier rüber, noch 40 Meter. Komm, 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 das schaffst du. 30. Hier ist Lava, scheiße. Vor allen Dingen, wie ich einfach nur so direkt instant gestorben bin. Meine Sachen liegen noch da. Ja. Hau rein. Alles einsam, ganz schnell hier langlaufen. Meine Tiersachen habe ich wieder. Nice. Nice, Junge. Dann lass zusammen in die Festung gehen, das ist sicher. Alter, ich habe kein Essen, aber noch zwei Herzen. Hier erstmal Rüstung anziehen und instant was essen. Also ich habe 6 Hähnchen-Dinger. Oh. Ja, Essen habe ich ja hier noch genug gehabt. Alter, was also, essen. Ich habe mir eben meine rohe Hähnchen noch schnell eingepackt. Und ey, ich dachte echt, die ganze Sache wäre verloren. Ganz ehrlich, ich wäre so ausgerastet. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was denn? Wenn ich nach Hause komme, also in mein Haus, wird erstmal eine Kiste angelegt. Für den Fall, dass ich sterben sollte. Da kommt eine komplette Rüstung rein, ein Schwert, ein komplettes Equip und Essen. Oh, ey. Oder? Das ist doch mal eine mega geile. Ganz ehrlich, ich lösche als erstes den Todespunkt, falls ein neuer dazu kommt. Nicht, dass ich dann zur falschen renne. Ach so, ja. Wie geht was eigentlich? So. M mit Waypoints und dann stehen da alle und Last of Death wird weiß angezeigt, gehen einfach löschen. Ah, okay. Alter, das wäre so fair, wenn ich hier jetzt in die Lava fallen würde. Okay, hast du gehört? Aber Justin, das ist eigentlich mega die gute Idee, oder? Sich so eine Kiste zu Hause zu machen, wo man sich ganz schnell equippen kann, neben einem Bett am besten noch. Weißt ja, du? Ich versuche gerade zur Festung zu kommen. Oh, scheiße, das ist über Lava. So, das Cluster am Kacke, wenn ich da reinfallen würde. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich. Aber ich muss. Genau, du musst. Nee, ich versuch's hier oben. Da oben ist es nicht. Boah, nicht ganz so gefährlich. Alter, hier sind schon wieder Lohnen gespawnt, ne? Boah, ich dachte echt, meine Sachen sind verloren, aber. Oh, Alter, vielen Dank. Boah, such mir jetzt einen anderen Weg in die Festung, ne? Die vielen Lohn. Dank, Minecraft. Gott. Oh, Alter, also, du Hurensohn, ich hatte dich fast geschlagen. Da springt er mir einfach vor die Spitzhacke schon wieder. Alter.
Aber irgendwie, ich suche mir jetzt einen anderen Weg in die Festung. Die Lohnen sind mir irgendwie zu stark alleine. Also mit der Eisenrüstung brauchst du da gar nicht erst zu versuchen, irgendwie reinzukommen. Ja, 160 Meter bin ich auch bei der Festung. Ich hab mir einen Waypoint gesetzt, da, bei den Koordinaten, die du gesagt hast. Okay. Ich wette, Cheetah hat irgendwie, so Trolling gemacht, ey. Der hat so gesagt, ja, easy, einfach oder normal irgendwie so, ne? Und das ist in Wirklichkeit wirklich ultra hardcore oder so, ey. Das ist mindestens hart. Guck mal, so haben wir Schaden, die man bekommt und alles. Ich sehe die Festung, ich bin gleich da. Alles klar. Weißt du, was der Witz ist? Ich habe irgendwie schon wieder nur 18 Level jetzt. Ich habe 7, weil ich ja nur meine, ich sehe deinen Namen, bleib mal kurz stehen. Ich bin hier in so einer Ecke, also. Ah, ich sehe dich ja, hinter mir. Ich komm hier gerade, da bin ich. Ah, dann kamst du von da hinten, ah, klar. Ich bin jetzt direkt hinter dir, hier sieht ja, man ja, noch was von der Rüstung. Ich sehe dich auf der Minimap, das ist voll lustig. Ja. Oh, Alter. Die halbe Stunde Folge wäre jetzt sogar voll, ouch. Ich quarze dich. Ich nehme mir zweite auf. Hier dich gleich. Wenn du mich gerne. So, gehen wir hier rein. Essen hast du jetzt sogar, oder? 6 Stück noch. Aber wir bleiben zusammen, oder? Suchen wir uns hier einen Weg rein? Danke ich dir. Ah, nice, danke. Immer noch 28 Millionen. Oder ich zeig dir mal, wo ich gestorben. Ich zeig dir mal gerade, wo ich gestorben bin. Man hört sie wahrscheinlich schon irgendwie im Hintergrund so ein bisschen. Alter, ohne Bogen ist das echt scheiße schwer hier. Ich hätte mir einen Bogen mitnehmen sollen. Ich habe mir extra einen Bogen aus den ganzen, weil bei Skeletten, da bekommt man immer kaputte Bögen. Und ich habe mir aus aus 5 Bögen habe ich einen heilen gebaut. Geh mal hier runter. Ich hör's. Geh mal hier runter. Guck, da hinten bin ich gestorben, da wo die Werkbank steht und so. What the fuck? Wo steht denn deine Werkbank? Da hinten. Rechts. What the fuck? Alter, hab ich mich erschrocken. Du guckst so hoch und das Ding liegt direkt.